Hi, ich bin der Volkon. Ihr kennt mich bestimmt aus passiv-aggressiven E-Mails von dem CCC Office, dass ihr eure Mitgliedsbeiträge bezahlen sollt. Und ich bin auch bei der Datenschleuder-Redaktion seit einer Weile dabei. Und heute wollen wir euch erzählen, wie das denn dazu kam, dass die Datenschleuder wiederbelebt wurde, was so ein bisschen der Hintergrund der Arbeit der Datenschleuder-Redaktion ist, wie das aussieht, was man da tun muss, wie das funktioniert und so weiter. Ja, den Vortrag mache ich zusammen mit dem Lukas hier. Moin, ja, ich bin Lukas, aus Lübeck. Ihr kennt mich gegebenenfalls von so einem Sticker-Verhalten bei Hausdurchsuchungen. Genau, ich bin jetzt auch in der Datenschleuder-Redaktion, seit es die wieder gibt, dabei und genau, fangen jetzt mal an. Genau, die Datenschleuder gibt es seit 1984. Damals ist sie das erste Mal rausgekommen und damals waren das so kleine zusammengefaltete 4 Seiten oder so, auf denen irgendwie relativ häufig, also man sieht, die Erscheinungsfrequenz ist hoch, kurze Neuigkeiten verbreitet wurden. Und das war halt auch in den 80ern ein sehr übliches Format. Da hat sich dann in den Folgejahren so einiges getan. Da gibt es, wenn man ins Archiv geht, auch ganz spannende Diskussionen zu Beginn der 90er über, will man dickere, längere Ausgaben machen, aber dafür seltener? Will man vielleicht weiter bei so einem Format bleiben, wie ganz kurz? Die Entscheidung war, man bleibt bei ganz vielen ganz kurz und hat das dann nicht gemacht. Damals gab es dann auch die Entscheidung, wir machen jetzt Werbung in die Datenschleuder, das hat man dann auch nicht gemacht. Wurde auf verschiedenste Art und Weise gebaut. Am Anfang natürlich das klassische Schere-Kopierer und so. Gab auch relativ wenige Datenschleudern, die dann halt lokal verteilt wurden und dann wurde kopiert vor Ort. Anfang der 90er ist man umgestiegen auf Tech. Das ist wichtig, merken, kommen drauf zurück. Genau, und dann ist die Datenschleuder irgendwann immer weniger erschienen. Sieht man da so gegen 2014 entsteht dann so ein bisschen ein Loch. Genau. Und dann hat Hanno sich 2017 mal bemüht, ein Meeting einzuberufen und gesagt, wir würden da gerne mal so eine Reanimation Datenschleuder machen. Und zu diesem Meeting sind dann ein paar von uns gekommen und haben darüber geredet, ist das überhaupt noch sinnvoll, so eine Zeitung zu machen? Und wenn ja, wer hätte denn da Lust drauf? Und warum eigentlich? Das war eigentlich eine nahezu vollständig neue Truppe im Verhältnis zur alten Datenschleuder, die es davor gegeben hat. Insofern mussten wir diese Diskussion dann auch halt auch erstmal führen, wollen wir das überhaupt machen. Wichtigste Diskussion hat relativ lange gedauert. Gibt es überhaupt eine Zukunft für Printmagazine? Das ist nicht das erste Mal, dass diese Diskussion im Rahmen der Datenschleuder geführt wurde, wie man sich denken kann. Das ist ein Beispiel aus der Datenschleuder 72 im Jahr 2000. Da hatte man offensichtlich irgendwann dann mal auf Quark Express umgestellt und war jetzt dabei, wieder nicht mehr bei Quark Express zu sein. Und überhaupt, und die Webversion muss kommen. aber die Datenschleuder gab es weiter. Das ist ganz spannend, wenn man sich so durchs Archiv geht. Da gibt es viele so interne Diskussionen, wo dann so nach außen gespiegelt wird. Lohnt sich. Wir haben uns entschieden, wir machen auch wieder Print. Dazu gibt es verschiedene Gründe. Und einer der Gründe ist, dass wir glauben, Print wird einfach auch heute noch anders gelesen. Das wird einfach anders wahrgenommen. Es wird übrigens auch anders geschrieben, auch das ist sehr wichtig. So ein Text in der Datenschleuder, das liegt schon an der relativ seltenen Frequenz der doch etwas dickeren Ausgaben, die wir inzwischen machen, muss natürlich eine gewisse Zeit überdauern. Man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob der nächste Woche online sein wird oder im Print sein wird. Das heißt, es geht um Inhalte, die ja, gegebenenfalls halt auch noch in einem Jahr gut oder lustig oder wichtig sind. Und anders zu schreiben und dann auch anders das zu lesen, das ist natürlich ein Grund, dann auch so eine Sache noch fortzuführen. Auch ein Grund ist, dass wir damit hoffentlich ganz andere Menschen erreichen können als mit dem Blog auf der CCC-Website oder mit einem Twitter-Account. So eine Papierausgabe erreicht Menschen, die gegebenenfalls diese Medien nicht rezipieren. Insbesondere ist die Datenschleuder Push anstelle von Pull. Das heißt, man bekommt die halt einfach und dann kann man sie sich durchlesen. Anstelle von, denk mal bitte daran, regelmäßig folgenden Blog zu lesen, der ist ganz wichtig. Also die Leute, die da nicht aktiv sind, kriegen hoffentlich dann die Datenschleuder. Sie kriegen sie insbesondere, wenn sie CCC-Mitglieder sind, denn jedes CCC-Mitglied bekommt die Datenschleuder. Das ist so ein kleiner Perk, den die Mitgliedschaft
bringt. Und das kommt dann halt einfach in der Post und reflektiert dann hoffentlich das Geschehen im Verein. Das reflektiert das Geschehen im Verein natürlich genau dann, wenn die Leute, die das Geschehen im Verein gerade in irgendeiner Weise leben, darüber auch in der Datenschleuder berichten. Dazu kommen wir noch des Öfteren im Rahmen des Vortrags, dass natürlich wichtig ist, dass Texte geschickt werden, die dann in der Datenschleuder erscheinen können und das reflektieren. Ganz wichtiger weiterer Grund ist Archivierung. Eine Printausgabe ist ein total gutes archivierbares Medium. Was wir da sehen, ist die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig. Da liegt die Datenschleuder nicht, sie liegt in Frankfurt, aber das ist ein sehr schönes Foto und ich darf es lizenzfrei verwenden. Das gibt halt einfach ein Nationalbibliotheksgesetz, das bestimmt, dass jede solche Printausgabe zweifach dahin geschickt werden muss. Das ist nicht freiwillig und das heißt, die haben die. Und die haben die auch hoffentlich einfach für immer und das ist total praktisch. Können wir uns so ein bisschen drauf verlassen und das ist ein guter Grund, weiter Papier zu machen. Auch ein Grund, den wir nicht leugnen wollen, ist Tradition. Das ist einfach total schön, dass es jetzt schon seit über 30 Jahren so eine Datenschleuder gibt. Und damit wollen wir jetzt auch nicht aufhören. Das ist auch eine totale Herausforderung, also mal so ein Printmagazin, hoffentlich sogar regelmäßig, irgendwie auf die Beine zu stellen. Wollen wir mal gucken. Ne? Also damals zumindest war die Meinung so, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Natürlich haben wir auch über Nachteile geredet, wollen wir nicht verschweigen. Eins ist Kosten. Der CCC muss das Ding halt bezahlen, das wird ja jedem zugeschickt. Ist eine Sache und die Umwelt ist, kann man auch nicht leugnen. Das ist ein Printmagazin, besteht aus Papier, muss verschickt werden. Klar, ist eine Sache. Aktualität kann man auch drüber reden. Ist vielleicht ein Nachteil, ist vielleicht aber auch ein Vorteil, wie ich gesagt habe. Vielleicht sind einfach die Texte dann andere, die man in einem Blog gar nicht veröffentlichen würde oder so nicht veröffentlichen würde. Um das dann zu machen, um so eine Datenschleuder rauszugeben, muss es Texte geben. Dafür haben wir uns dann so eine Deadline gesetzt bei diesem initialen Meeting. Und über Deadlines und was alles dann so passiert, erzählt jetzt Volkorn. So, Deadlines. I love Deadlines, I love the whooshing noise I make as I go by. Douglas Adams, ich glaube, viele von uns kennen das und die Datenschleuder-Redaktion kennt das auch sehr gut. Es ist immer so, wir sagen dann hier zum 1.3. und dann kommt am 28.2. so die Frage, ja, bis wann muss das da sein? Und kann ich noch 2 Wochen? Und aber das gilt natürlich auch nicht nur auf der Seite, das gilt auch auf unserer Seite, wenn wir dann sagen, so, wir nehmen uns jetzt so und so viel Zeit und bis zum Datum wollen wir das alles redigiert haben und wir wollen irgendwie das Tech fertig haben und dann irgendwie so 3 Tage davor, wann wollten wir das alles fertig haben? Ist der Artikel schon? Ui, das fehlt auch noch. Also es ist auch erstaunlich viel Arbeit, natürlich auf unserer Seite das alles zu machen und die Zeiten da einzuhalten und es ist, immer dauert es länger, als man denkt. Ja, aber der härteste Part meines Erachtens ist wirklich tatsächlich Inhalte finden. Also, dass Leute irgendwie Artikel schreiben, dass man Leute findet, sie anspricht und sagt, könntest du einen Artikel für die Datenschleuder schreiben oder hättest du Bock drauf? Und auch dazu animieren, dass sie den Artikel dann fertig machen. Viel cooler wäre es natürlich, wenn Leute aus dem Leserkreis der Datenschleuder selber das einreichen. Das hat nämlich mal Vorteile, zum Beispiel sind das nicht immer nur die Leute, die die Datenschleuder-Redaktion irgendwie als Freunde oder andere Bekannte kennt und deshalb fragt. Da kommt ein bisschen mehr Abwechslung rein, das ist schon mal eine coole Sache. Und außerdem müssen wir dann als Datenschleuder-Redaktion nicht so viel pullen und die ganzen Leute irgendwie dauernd ansprechen und hinterherrennen, was natürlich auch viel Zeit und Arbeit ist. Für die Datenschleuder 98 war das jetzt, das war die erste, in der neuen Besetzung so rauskam, war es natürlich sehr angenehm, dass die vorherige Redaktion schon ziemlich viele Einreichungen hatte und schon vorbereitet waren und wir mussten die eigentlich nur noch aus einem Wiki rausziehen und dann umsetzen. So, also, nochmal ganz klar hier, schreibt uns. Und wenn ich sage, schreibt uns, wir freuen uns über ziemlich jede Interaktion. Schreibt uns Ideen für Artikel, die ihr habt. Wir können die Ideen zusammen entwickeln. Ja? Schreibt uns fertige Artikel, wenn ihr die schon habt. Schreibt uns Diskussionsbeiträge als Antwort auf einen Artikel von der letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe. So zum Beispiel als Leserbrief oder als Feedback auch an die Redaktion oder sowas. Wir drucken sowas alles gerne ab. Korrekturen, wenn euch was aufgefallen ist. Und Bilderrätsellösung dürft ihr euch auch gerne dran beteiligen. Oder auch wenn ihr eine Idee für ein Rätsel habt, freuen wir uns auch drüber. Wir freuen uns im Prinzip eigentlich über jede Mail.
Also, und was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schreibt es uns. So. Denn, was wir bisher hauptsächlich kommen, muss man ja sagen, einmal, klar, Spam. Leute, die uns mit CCC Shoes und Bags verwechseln und irgendwie Rucksäcke verkaufen wollen oder ihre Shoes und Bags Kundenkarte gecancelt haben wollen. Erkennt man meistens an der irgendwie 20-stelligen Chaosnummer. Und dann gibt es noch die ganzen Leute, die uns schreiben, weil sie festgestellt haben, mail@ccc.de hat ein Size-Limit und man kann die 20-seitigen PDFs da gar nicht hinschicken. Aber da gibt es ja noch andere Adressen. Naja, wir freuen uns, wenn die Datenschleuder auch so ein bisschen mehr ein Interaktion wird über die Leserbriefe-Ecke, über Antworten, Antwortartikel oder ähnliches auf Artikel, die schon drin sind. Schreibt uns gerne. So, jetzt wo ich das mal wieder betont habe, würde ich gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie denn der Prozess aussieht, wenn wir die Artikel haben und sie redigiert haben und dann jetzt auf die technische Umsetzung eingehen. Das erste ist natürlich, es muss irgendwie gesetzt werden. Zuletzt wurde die Datenschleuder mit Adobe-Produkten gebaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer überhaupt in unserer Datenschleuder-Reaktion gerade überhaupt das Wissen davon hat, diese Produkte zu benutzen, weil die sind ja jetzt auch nicht so weit verbreitet, die sind alle lizenziert, kosten teuer Geld, wer hat schon das irgendwie mal so rumliegen? Und deswegen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und andererseits ist auch so verteiltes Arbeiten, wie zum Beispiel über ein Git-Repository, viel cooler mit Textdateien als mit irgendwelchen Binärformaten von einem proprietären Hersteller. Das hilft natürlich auch irgendwie, die Arbeit zu organisieren. Ja, wie schon erwähnt, wir sind also wieder mal bei Tech gelandet in der Datenschleuder. Und die modernen Produkte sind wir also wieder zurück bis noch 1978 zu diesem Tech gekommen. Entschuldigung, das war das falsche Tech. Ich meinte natürlich das Tech. Und ich muss sagen, es war ganz lustig, als es jetzt ist die Verbindung zum Beamer weg. Da ist sie wieder da. Okay. Das war ganz lustig, als ich das recherchiert habe. Dieses Tech hier ist wirklich auch 1978 rausgekommen, das erste Mal. Erste Ausgabe, Tech Villa, wahrscheinlich Tex, aber egal. Irgend so ein Comic. Naja. Wir sind also bei Tech gelandet und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Dresdner vom C3D2. Da gab es den Kurt, John und Ben, die haben nämlich unabhängig von dem Treffen im Easter Hack vor 2 Jahren, wo wir gesagt haben, wir wollen das mal machen, schon vorher an einem Tech-Layout und alles gearbeitet und das dann zur Verfügung gestellt. Wir haben das übernommen und dann hatten wir also einerseits die Texte von der vorherigen Redaktion, das Tech von dem Dresdnern und haben das dann wunderschön umsetzen können. Ja, und dann kam Marei noch dazu, die hat dann erstmal dieses ganze Tech wunderbar umgekrempelt und ganz großartig umgebaut und jetzt können wir damit auch halbwegs vernünftig arbeiten. Jetzt, ja, an dieser Stelle kann ich euch auch nur empfehlen, geht zu ihren Tech-Workshops, wenn ihr euch das interessiert. Die macht morgen um 19 Uhr einen für Anfänger, 13.30 Uhr für Fortgeschrittene, alles im i11. Und die weiß einfach, was sie tut. So, falls die Frage kommen sollte oder bevor die Frage kommt, kann ich euch gleich schon sagen, ja, wir arbeiten daran, das auch zu veröffentlichen, was wir da in Tech gebaut haben, also Open Source und so weiter. Es gab auch schon die ersten Anfragen, es gibt eine Schülerzeitung, die das gerne nutzen würde zum Beispiel. Wir müssen gerade noch ein bisschen daran arbeiten, das von den Datenschleuder Design ein bisschen zu trennen und so weiter und den Chaos-Knoten nehmen wir da vielleicht raus bei dem, was wir veröffentlichen, weil der Chaos-Knoten soll jetzt nicht in jeder anderen Zeitschrift, die auch rauskommt. Solche Details muss man da noch machen und wir müssen halt dazu sagen, sorry, es ist nicht die höchste Priorität gerade. Wie immer. So, genau. So, dann hatten wir also das Technische, jetzt kam das Organisatorische und hi, this is Easy Mailing List Manager Program, I manage eine DS-Redaktion Mailing List. Das war so die Antwort, die man bekommen hat, wenn man versucht hat, sich auf diese Mailing Liste einzuschreiben von der DS-Datensteuerredaktion. Es hat
glaube ich, ein halbes Jahr circa gedauert, bis wir endlich rausgefunden hatten, wer die richtigen Personen sind, um sie anzusprechen, um diese Mailingliste wieder administrieren zu können, herauszufinden, wo die überhaupt administriert wird und keine Ahnung was alles. Und in der Zwischenzeit hat Hanno einfach mal eine andere Mailingliste, die wir in der Zeit benutzt haben, aufgemacht. Also es gab halt viel Prozessarchäologie, die wir betreiben mussten, um herauszufinden, wie das alles überhaupt so funktioniert. Weil es wurde ja alles schon mal gemacht, aber wie war es denn zuletzt überhaupt? Ne? Naja, also in diesem Falle, die List-Admins haben wir zwar gefunden, aber die wussten gar nicht mehr, dass sie List-Admins sind. Dann haben wir irgendwann die Server-Admins gefunden, die haben dann, naja, lief dann. So, dann haben wir also eine Mailingliste, auf der organisieren wir uns, da schreiben wir hin und her, so von wegen hier, ich habe eine Idee, da muss noch was getan werden, Diskussion. So, und dann haben wir noch ein GitLab beim CCC Hamburg, die haben halt eine Instanz und wir haben gesagt, was machen die denn? Und ich habe gesagt, wir haben da eine Instanz, lass da hinhauen. Darum läuft es da jetzt auf den Hamburger Servern. Wir haben die Tech-Files für die ganzen Artikel und die Schleuderpackung, so heißt die, heißen die Tech-Klassen, die sind dort in Git-Repositories. Wir checken halt die Artikel ein, machen Reviews mit ganz klassischen Softwareentwicklungs-Workflows, mit Merge-Requests und all den ganzen Kram. Und in dem Wiki von dem GitLab dokumentieren wir halt unsere Prozesse und unser Wissen. Und dann haben wir halt klassisches Continuous Integration, das einfach uns das PDF fertig kompiliert und als Blob rauswirft. So, dann haben wir noch irgendwie eine Webseite, wo eine Fotodatenbank drin sitzt, wo in der Theorie wir unsere Bilder, die wir irgendwie als Idee oder als auch Einreichung für die Datenschleuder bekommen haben, also sendet uns Bilderideen zu, ja, schickt uns euren Vorschlag für ein Titelbild, für die Rückseite, für Bilder, die man lustig irgendwie zwischen Artikel setzen kann, nehmen wir alles. Die Idee ist, dass wir das dann dran sammeln und dann auch immer mal wieder drauf reingucken können, hey, wir haben hier noch einen Artikel zu XY, vielleicht finden wir ja was Lustiges, was uns mal jemand zugeschickt hat oder jemand gefunden hat und können das nehmen. Naja, und dann gibt es die Webseite, das, was man nach außen hauptsächlich sieht, unsere hochmoderne HTML-Webseite. Die hat ein paar Sachen, man kann dort lesen, wie man ein Abo bestellt, man kann da Einzelbestellungen machen und vor allem, man hat das Datenschleuder-Archiv online. Ja, da sind die ganzen, nicht alle, aber ziemlich viele Datenschleudern als PDF hochgeladen. Und an dieser Stelle auch ein ganz großer Dank an den Lemming, der gerade richtig viel Arbeit da reinsteckt, einen Haufen Scans, gescannter Datenschleuder nochmal zu OCRen, damit wir die da auch wieder hochpacken können und dann ein richtig schönes, vollständiges Online-Archiv auch haben, das man auch durchsuchen kann. Und ja, wie einige vielleicht schon mal mitbekommen haben, ansonsten auch noch als Tipp für diejenigen, die es nicht wussten, wir machen das immer so. In dem Moment, wo wir eine neue Datenschleuderausgabe fertig haben, um sie zu versenden, also wenn sie gerade in den Druck gegeben wurde, dann laden wir die vorherige Ausgabe als PDF hoch. Das ist also so ein bisschen immer der Hint, wenn da ein neues PDF auf der Datenschleuderseite auftaucht, bald kommt wieder was in eurem Briefkasten. Falls ihr jetzt denkt, hey cool, ich mache mir den RSS-Feed-Reader auf die Webseite, haha, haben wir ein Issue in unserem Bug-Tracker, bauen wir mal, haben wir auf dem Plan. Okay, so. Dann haben wir uns also organisiert. Jetzt haben wir ein fertiges PDF. Das haben wir auch irgendwie jetzt, also wir haben das fertige PDF und jetzt muss es losgehen, das muss gedruckt werden. Und das würde ich sagen, ist vermutlich der einfachste Schritt an der ganzen Geschichte. Wir haben ein PDF, das schicken wir zum Drucker. Die Druckerei haben wir einfach von der alten Redaktion den Kontakt übernommen. Sitzt in Berlin, macht das schon Ewigkeiten für uns. Und dann gibt es halt noch mal eine Prüfung vor dem Druck von denen und dann sagen sie halt hier irgendwie, guck mal hier, guck mal da. Und inzwischen war es aber auch so, dass wir beim letzten Einreichen des PDFs den Eindruck hatten, wir haben inzwischen mehr Ahnung von dem PDF als die Leute, die da die Preprint-Betreuung machen. Naja, gut. Dann sagen wir denen halt noch, bitte drucken. Und zwar 8000 Mal war jetzt die Zahl der letzten zwei Datenschleudern. Und das Ganze schickt ihr dann bitte an folgende Adresse. Und dann geben wir diese Schule an. Das ist die Gustav-Meyer-Schule in Friedrichshain-Kreuzberg.
Und von denen möchte ich einmal einen Satz ihrer Selbstbeschreibung auf ihrer Webseite zitieren. Da steht: Die Gustav-Meyer-Schule ist eine Grundschule und Schule der Sekundarstufe 1 und 2 mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das heißt, die sind eine Sonderschule mit einem Förderverein. Und dieser Förderverein ist so eine Art Werkstatt. Die machen Dienstleistungen, die sie anbieten. Zum Beispiel Briefe eintüten. Das machen die scheinbar so gerne, dass ich gehört habe, dass als die Datenschleuder einige Zeit nicht erschienen, die Schule anfragte: Hey, sagt mal, wollt ihr nicht mal wieder irgendwie so eine Datenschleuder demnächst verschicken? Wir würden die echt super gerne wieder eintüten. Unsere Schüler fragen die ganze Zeit danach. Ja. Ich war selber noch nie vor Ort. Ist aber ein super netter Kontakt. Telefoniert man und E-Mailt immer hin und her. Und weil ich auch noch nie vor Ort war, gab es eine Challenge, die mich dann auch so ein bisschen unerwartet getroffen hat. Wir müssen ja nicht nur die Datenschleudern da hinbekommen, man muss ja auch die Adressen, wo sie hingeschickt werden, hinbekommen. Und wir wollten sie nicht als unverschlüsseltes PDF übers Netz dorthin schicken. Und dann läuft es derzeit immer darauf hinaus, dass wir also irgendwie dafür sorgen, dass es auf Adresssticker gedruckt wird. Diese Adresssticker werden physisch dahin gebracht. Beim ersten Versuch war es auch noch so, dass man, dass jemand aus dem CC Berlin hingegangen ist und dann gesagt hat, hier ist mein Laptop, wo ist denn euer Drucker? Und dann stellt man erstmal fest, ja, Drucker unter Linux, das funktioniert nicht immer. Dann, aber gut, da arbeiten wir dran, das optimieren wir auch immer weiter. Und ja, das läuft schon. Ja, und dann kommt der letzte Schritt, die Post. Das fängt damit an, das Produkt, das damals benutzt wurde, bevor wir als aktuelle Redaktion die Datenschleuder zu versenden, dieses Produkt von der Post gibt es nicht mehr. Also muss man jetzt erstmal durch den Produktkatalog von der Post gehen, irgendwie, was sind denn da so die Produkte, wie versendet man das? Und, aber wir sind ja Businesskunde bei der Post, da gibt es also die Business-Hotline, dann kann man mit der telefonieren, das ist ein super netter Kontakt. Und dann stellt man all diese verschiedenen Dinge fest. Zum Beispiel, es gibt so eine Postcard, mit der man Dinge dort bezahlt. Und das ist deren präferiertes Bezahlungsmittel für alles Mögliche an großen Geschichten. Und dann stellt man fest, naja, wir haben so eine Postcard, aber das Limit davon, also wie viel Euro man gleich in einer Transaktion machen darf, das ist für die aktuelle Auflage, die wir heutzutage so haben, nicht ausreichend. Wir müssen also erstmal eine neue Postcard mit neuem Limit. Und dann, also ich sag mal so, die Business Hotline und ich, wir sind inzwischen Best Buddies. Und wie lange man mit denen sich über Frankierung unterhalten kann, das glaubt ihr gar nicht. Die haben so viele Optionen. So, gut. Dann reichen wir also zwei Postlieferungen ein, eine für Deutschland, eine für die Welt. Dann lassen wir also Behälter von der Post anliefern, dann kommen sie vorbei, das wieder abholen. Das muss man übrigens auch erstmal richtig hinkriegen. Die Behälter müssen korrekt beschriftet werden, die Datenschleudern da drin müssen nach Postleitzahlen sortiert werden. Und beim ersten Mal gab es auch erstmal einen ziemlich großen Fuck-up dabei, was dann darauf hinauslief, dass beim CCCB plötzlich die ganzen zwar eingetüteten und gelabelten, aber noch nicht in Postbehältern sortierten Datenschleudern standen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus dem CCCB sich einen Tag genommen haben, die alle schön in Postbehälter reinzusortieren. An dieser Stelle auch nochmal echt vielen Dank, lieber CCC Berlin, das war super. Und Benny, der das Ganze alles organisiert hat. Ja, so, dann denkt man, man hat das irgendwie alles geregelt. Und dann kommt man plötzlich irgendwie ein Anruf von der Business-Hotline an. Also ja, wow, die rufen mich an. Ja, das nächste Problem war dann irgendwie die Adresssticker. Das sind ja lasergedruckte Papierdinger. Ne? Ja, irgendwie war was mit dem Toner faul oder sowas. Die haben sich abgerieben beim Versand. Auch großartig. Also es gibt echt viele Probleme auf der ganzen physischen Ebene. Oh ja, sehr gut. Beim letzten Versand kriege ich auch wieder einen Anruf. Sind Sie sicher, dass das alle Behälter sind? Weil ich habe hier jetzt eine, wie heißt das, so ein Wagen mit so und so vielen Dingern drauf, aber also Behältern drauf und irgendwie passen die Nummerierungen nicht. Keine Ahnung. Ich habe diese Behälter nie gesehen. Ich habe ja nur von Hamburg aus irgendwie Leute in Berlin angerufen, dass das passiert. Und dann habe ich also mit der Schule telefoniert, mit denen hin und her.
also ich glaube, es sind alle Behälter irgendwann aufgetaucht. Aber, also sagen wir mal so, es gab nicht signifikant hohe Leute, die sich beschwert haben, dass sie keine Datenschleuder bekommen hätten. So. Das ist also der ganze technische Kram, bis dann die Datenschleuder tatsächlich bei euch zu Hause liegt. Das haben wir jetzt zweimal durchgespielt und ja, dann ist natürlich die Frage, wow, jetzt haben wir so eine Datenschleuder versendet. Wie geht es denn jetzt wieder weiter? Und da übergebe ich dann wieder an Lukas. Danke. Ja, genau. Nach der Datenschleuder ist vor der Datenschleuder. Das heißt, wir hatten jetzt irgendwie die erste oder auch die zweite Datenschleuder fertig und konnten uns als frisch geformte Reinkarnation so ein bisschen Gedanken darüber machen, was wollen wir jetzt eigentlich damit machen, was sind eigentlich Inhalte, die wir in der nächsten Datenschleuder sehen wollen, warum wollen wir die eigentlich sehen, vielleicht uns auch gegenseitig mal so ein bisschen die Frage stellen, was ist eigentlich für uns die Datenschleuder. Das ist ein laufender Prozess, würde ich sagen. Also da findet sich jede Datenschleuder auch nicht nur mit der neuen Redaktion einmal neu, sondern auch einfach kontinuierlich. Genau, aber mit der Frage können wir uns jetzt hier auch mal so ein bisschen beschäftigen. Und das Erste ist, das findet man ja auch auf jeder Datenschleuder vorne drauf, ein Organ des Chaos Computer Clubs. Wir sind also schon irgendwie das Presseorgan. Was man aber klar differenzieren muss in der Wahrnehmung ist, dass wir natürlich nicht das Propaganda-Organ sein können, wollen, sind, des CCC. Das heißt, wir planen da auch eigentlich weitestgehend unabhängig, aber natürlich geht es in der Datenschleuder um das Geschehene im Rahmen und Umfeld des Vereins CCC. Das macht ja auch einfach nur Sinn für das Organ. Das heißt also die Themen, die die Menschen und den Verein gerade beschäftigen. Da stellt sich die Frage, was sind denn das für Themen? Und das ist relativ einfach zu beantworten, wenn man sich zum Beispiel auf so einer Easter Hack umguckt und sagt, was laufen denn hier so für Vorträge? Was sind denn das so für Themen? Was waren denn die Themen bei Vorträgen auf dem letzten Kongress oder dem letzten Easter Hack? Das sind irgendwie dann wohl so Themen, die gerade im CCC-Umfeld Menschen beschäftigen. Das sind dann potenziell auch Themen für einen Datenschleuderartikel, wenn man da was hat, wo man sagt, das Format wäre am ehesten vielleicht ein Artikel und nicht ein Vortrag oder ein Blogbeitrag. Dann ist das sicherlich willkommen. Auch immer sehr willkommen und das wird jetzt übrigens ein wiederholter Aufruf, uns bitte Sachen zu schicken, sind Leserbriefe. Leserbriefe beziehen sich ja üblicherweise auf den Inhalt oder die Form einer vorigen Ausgabe. Wenn man das auf Twitter oder an seinem Blog macht, erreicht man vielleicht einige Datenschleuderleser, vielleicht auch nicht. Wenn man uns einen Leserbrief schreibt, erreicht man alle Datenschleuderleser. Das heißt, man updatet praktisch jeden einzelnen von denen darüber, was da irgendwie besser sein könnte oder richtig gut war, was man mal loben wollte, wo man noch einen Zusatz hätte. Das heißt, das ist irgendwie so der richtig gute Kanal, um da was zu erweitern. Es ist auch ein guter Feedback-Kanal einfach. Also man kann einen Leserbrief schreiben, von dem man nicht beabsichtigt, dass er veröffentlicht wird. Das kann man uns einfach sagen. Dann wissen wir Bescheid. Also Feedback, wie vorhin schon gesagt, ist immer sehr, sehr gern gesehen. Wünschen wir uns gerne mehr von. Genau, die Frage ist auch, was wollen wir eigentlich machen, wenn wir den ganzen Content dann von euch geschickt bekommen? Und wir sehen unsere Rolle so ein bisschen als Moderator und auch als irgendwie vielleicht mit euch zusammen Qualitätsverbesserer. Das heißt, wir versuchen diese Texte zu lesen schon mal, versuchen vielleicht nochmal auf euch zurückzukommen. Da geht es natürlich um Rechtschreibung und Grammatik, da geht es vielleicht aber auch um irgendwelche Formulierungskleinigkeiten. Da geht es darum, dass einfach schon mal Augen auf diesen Text geguckt haben, bevor er in die Öffentlichkeit sieht. Vielleicht können wir euch mit Co-Autoren verknüpfen. Also wir wollen helfen, wir wollen moderieren, wir wollen Leute zusammenbringen, wir wollen schauen, dass das ein qualitativ hochwertiges Produkt wird am Ende, das die Leute gerne lesen. Das mag manchmal den Eindruck haben, dass wahnsinnig viele Texte in der Datenschleuder irgendwie aus der Redaktion kommen. Das liegt vielleicht daran, dass die Leute halt auch nicht zufällig sich entschieden haben, in der Redaktion von so einer Zeitung zu sein. Die mögen halt gerne Zeitung machen. Dann schreiben die bestimmt auch mal einen Text. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Hüte. Das heißt, es gibt überhaupt keinen irgendwie Primat, dass wir da irgendwie Texte schreiben und alle anderen nicht, sondern ganz anders soll es sein. Die Texte sollen von so vielen Orten wie möglich kommen. Genau, das wünschen wir uns. Und deswegen, genau, schreibt uns qualitativ hochwertige Texte, schreibt uns Ideen für vielleicht Texte, die ihr selber machen wollt, die andere machen sollten. Dann suchen wir unser Bestes, denke ich. Und so ein bisschen ein Kriterium, neben dem habe ich da vielleicht schon mal einen Vortrag zugesehen oder sowas, könnte man sich auch überlegen, ist denn die Datenschleuder das Medium, also von Zeitung, in die dieser Text am ehesten passt?
Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie die Chronik seines eigenen Heimatdorfs geschrieben hat, was ja schon mal sehr cool ist, dann ist das vielleicht aber trotzdem eher was für eine Regionalzeitung. Außer natürlich, man ist irgendwie Kleßen-Görne und das letzte Ort ohne Handyempfang und das ist alles irgendwie eine Digitalisierungskatastrophe. Dann wollen wir vielleicht in der Datenschleuder darüber berichten. Das klingt irgendwie interessant. Also ist die Datenschleuder ein Medium, das diesen Text am ehesten oder sehr, sehr gut in sich aufnehmen kann? Dann freuen wir uns über Einsendungen. Genau, damit kommen wir auch schon gen Ende. Die Zukunft der Datenschleuder. Wir haben jetzt zwei Ausgaben geschafft. Wir sind auf dem Weg, die Artikel der nächsten Ausgabe, übrigens die Ausgabe 100, zu lesen, zu korrigieren, Rückmeldungen zu geben und dann hoffentlich bald auch in einer Ausgabe zu kriegen. Und wollen dann natürlich weitermachen, und zwar gerne auch häufig. Das hängt aber, wie jetzt beliebig häufig erwähnt, von euch und allen anderen, die diesen Vortrag irgendwann sehen, ab. Wir sind da komplett, wir sind da schon abhängig von Einreichungen. Ohne Texte gibt es keine Zeitung. Also bitte einreichen. Genau, und das wäre es auch schon. Wir bedanken uns und haben Zeit für Fragen und Anregungen aller Art. Wenn es gerade keine Fragen gibt, möchte ich noch mal eine kleine Anekdote anbringen. Wir hatten das ja so erwähnt, Diskussion innerhalb der Datenschleuder. Es gibt ein schönes Beispiel, falls ihr das mitbekommen habt oder in Erinnerung habt, das ist jetzt über ein paar Jahre hat sich das erstreckt, um ehrlich zu sein, aber in 2012 war das, wenn ich mich richtig erinnere, da gab es einen offenen Brief von 51 Drehbuchautorinnen von dem Tatort und da war nämlich gerade Leistungsschutzrecht, große Debatte. Und irgendwie die Grünen, die Linken haben sich dagegen positioniert und die Piraten und der CCC hat da auch sich positioniert und alles. Und daraufhin hat dann der CCC eine Antwort auf die 51 Autorinnen und so weiter geschrieben, die veröffentlicht wurde. Daraufhin wieder hat sich jemand von den Originalunterzeichnern des ersten Briefes an uns gewendet, an die Datenschleuder-Redaktion, einen Artikel geschrieben, eine Antwort auf die Antwort auf von 51 Autoren, der, ne? Und den haben wir abgedruckt. Ja, der war in der Datenschleuder 98 dann drin. Okay, war seit 6 Jahre später, langer Diskussionsweg und so, aber worauf ich hinaus möchte ist, das fand ich richtig cool. Ja? Da haben also Leute eine Diskussion, die irgendwo abging, zusammengefasst und gesagt, hey, ich habe da eine Meinung zu, ich antworte dir und wir haben das abgedruckt. Ja, und es hat sich halt innerhalb der Datenschleuder halt so eine Diskussion entwickelt. Großartig. Also wenn ihr auch sowas machen wollt, gerne. Meinungsstücke, dafür ist auch die Datenschleuder geeignet. Ah, hier kam gerade der Einwurf Redaktionstreffen. Es gibt am Sonntag, guter Punkt, ein Redaktionstreffen. Das ist einerseits natürlich da, auch echt inhaltlich zu arbeiten. Wir wollen da die nächste Datenschleuder eintüten. Und wenn jemand von euch Bock hat zu sagen, okay, ich habe ernsthaft Lust, an der Datenschleuder-Redaktion irgendwie mitzumachen. Und wenn wir sagen mitmachen, dann meinen wir üblicherweise nicht Tech, sondern mehr so wirklich inhaltlich arbeiten, weil die technische Seite ist gut abgedeckt. Was wir brauchen, sind wirklich Leute, die halt auch Bock haben, Artikel zu redigieren, irgendwie mit den Einreichern und möglichen Autoren und so weiter die Korrespondenz zu verfolgen und da hinterher zu laufen und solche Sachen. Ne? Dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit, einen großen Teil der Datenschleuder-Redaktion kennenzulernen, weil unser, so wie es sich jetzt langsam etabliert hat, Prozedere ist, wenn du mitmachen möchtest, dann laden wir dich erstmal auf ein Datenschleuder-Treffen ein, lern dich mal eine Runde kennen, schnacken mal eine Runde mit dir und gucken, was du beitragen kannst und wie und dann kannst du mitmachen. Na, ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen, Diskussionsanregungen oder sonst was gibt,
machen wir einfach 10 Minuten früher Schluss, oder? Da kommt was. Hanno. Ich wiederhole es nochmal für den Audio-Stream hier und alles. Der Hanno hat gerade vorgeschlagen, wir hatten es in den letzten zwei Datenschleudern auch schon, macht eine Vorstellung von eurem Space. Wenn ihr gerade irgendwie einen Hackerspace neu gegründet habt oder sowas, kann man sich dort vorstellen. Man hat gleich 8000 Leute, vielleicht sind ja ein paar davon in der Region. Ne? Auf jeden Fall eine schöne Sache, dann hat man auch ein bisschen regionalen Bezug. Wenn ihr also irgendwie euch vorstellen wollt, schickt uns was, schauen wir uns gerne an, drucken wir auch wahrscheinlich ab. So, gut. Dann, ich bedanke mich vielmals, wünsche euch noch viel Spaß auf dem Easter Hack.